Constable, entschuldigen Sie uns, aber... Was geht da? Vor wem sind Sie weggelaufen? Vor einem Baum. Vor einer riesen einem Baum. Birke. Eine, was, eine Birke? Baum. Einer sich bewegenden Birke. Und ich weiß, das klingt verrückt, aber wir waren... Haben Sie das Laudanum vom Arzt angerührt, oder was? Nein, wir waren noch an keinem Whisky und Sie riechen das auch. Und wir haben... Ein Whisky, ja, ein Whisky. Wir haben Frinks gesehen, beziehungsweise seine Leiche. Er ist tot, er lag auch dort in der Lichtung. Frinks ist tot. Ja. Er ist genauso tot wie Brox und... Ja, der Baum und da war ein Altar und ein Ziegenfell. Was ist das? Nein, ich weiß nicht, ja. Ja, ein Altar. Wo ist denn ein Priester, wenn man ihn braucht? Ja, Teufelsanbetung, das muss es sein. Jedenfalls sollten die Männer sich Äxte schnappen und in den Wald rennen und diese Birke fällen. Sie wollen jetzt Leute in den Wald gehen und Bäume fällen. Dieses Schneise spricht ja wohl auch schon für sich. Wir werden uns das nochmal ansehen, aber wir brauchen mehr von diesen Kräuterbündeln. Denn offensichtlich haben die ja Wirkung. Ja. Wo können wir noch mehr von Vielleicht denen sollten herbekommen? Wir mal in den Pub gehen, da sind ja wahrscheinlich alle Männer und dann... Wir sollten sich mal reden hören, das hört sich alles absurd verrückt an. Korrekt, er zeigt mit seinem Stift auf dich. Ja, aber Sie waren doch dabei, Mr. Johnson. Ja, das stimmt, aber es hört sich trotzdem verrückt an. Ich bin gar nicht sicher, ob ich das wirklich erlebt habe. Wir haben das alle drei gesehen. Also ich habe mir gewiss nicht eingebildet, beinahe von einer Birke gefressen zu werden. Mit Augen. Mit Augen? Mit Augen. Augen. Wo war noch gleich der Whisky? Es könnte ich auch erstmal einen Schluck gebrauchen. Gibt bestimmt noch eine Flasche im Haus des Doktors. Mhm. Der Mai ist gekommen. Die Bäume schlagen auf. Aber irgendjemand muss auch hinter der ganzen Sache stecken. Irgendwer hat das Ziegenfell. Darum muss ich mir gar keine Gedanken machen. Ich möchte einfach diese Birke fällen. Weil wir sind nicht verrückt. Also wir haben da etwas Schreckliches gesehen, was wirklich... Sie haben doch gestern gesehen, was mit Brooks passiert ist. Ich gebe zu, das war nicht normal. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Oder gibt es hier irgendwelche... Und Constable, auch wenn Sie uns nicht glauben... Warum begleiten Sie uns nicht einfach? Es kann ja nichts Schlimmeres passieren, als dass Sie uns nachweisen, dass wir uns etwas eingebildet haben oder wir Wahnvorstellungen erliegen. Wir sollten da mit einer größeren Gruppe hin. Unter 15 Personen würde ich nicht nochmal diesen Weg beschreiben. Wir halten uns doch für verrückt. Wenn wir überzeugend darstellen, was passiert ist... Dass uns ein Baum gefolgt ist und fast gefressen hätte... Vielleicht sollte man... Wenn Sie eine Schauspielerin, vielleicht können Sie das überzeugend rüberbringen, aber das... Ich habe es ja schon so manche Leute von so manchem überredet, aber... Ja, irgendwie haben ja alle diese Blumen in den Fenstern hängen. Also denen scheint schon bekannt zu sein, dass genau diese Kräuter wichtig in den Fenstern sind. Das also ist eine riesige Vertuschungsaktion. Sie mögen uns jetzt... Gehen wir doch erstmal rein. Ja, gehen wir rein. Ja. Wer geht vor? Sie... keine Ahnung, ich mach die Tür auf, geh da rein. Du machst die Tür auf und du siehst, wie am anderen Ende des Flurs sich ebenfalls gerade die Tür öffnet. Und es tritt ein, eure Vermieterin. Ah, Mrs. Corrin. Sie waren im Wald. Ja, es war furchtbar. Ja, vielleicht sollten Sie da einfach nicht wieder hingehen. Keine schlechte Idee eigentlich. Was wissen Sie denn über den Wald? Dass es ihm besser geht, als es seit Jahren. Und Mr. Fricks? Was meinen Sie damit, es geht ihm besser? Dem geht's nicht besser. Naja, als ich ein Mädchen war, war der Wald hier noch gesund und der Fluss war sauber. Seitdem die Mine stillsteht, ist das Wasser wieder klarer geworden. Ja, das ist eben der Fortschritt, aber... Ich denke, Sie sollten einfach warten, bis die Züge wieder fahren und dann gehen Sie dorthin zurück, wo Sie herkommen. Was sagt denn der Constable dazu? Der drängt sich an dir vorbei, kreidebleich. Also, Mrs. Corrin, Sie haben ja recht, dass Sie sind keine korrekten Ermittler, aber auf jeden Fall geht hier irgendetwas nicht mit rechten Dingen zu. Frau Corrin riecht aber nicht zufällig nach
frisch getöteter Ziege, oder? Nein, die riecht nach Kräutern. Das wundert mich nicht. Ja. Also ich versuche nochmal den Constable zu überzeugen, uns doch zu begleiten und frage ihn, ob er auch noch irgendwelche Männer kennt, die vielleicht bereit wären, bei so etwas mitzugehen und sei es nur, um die Leiche von Frings aus dem Wald zu holen, den man ja nicht einfach im Wald liegen lassen kann. Sie wollen also in den Wald gehen und dort Bäume fällen. Man kann ja Frings. Meinen Sie nicht, dass hier schon genügend lassen. Bäume gefällt wurden? Was für Bäume denn? Naja, für den Bau der Mine wurde ja Holz geschlagen. Das ist meine Heimat hier. Ja, auf ein paar Bäume mehr oder weniger kommst du jetzt auch nicht mehr an. Denke ich auch. Da im Wald ist irgendetwas Abartiges. Und irgendetwas, was Menschen gefährdet. Was sicherlich nicht im Sinne des Herrn ist und das muss abgeholzt werden. Der wirtschaftliche Nutzen der Mine ist doch auch wahrscheinlich enorm. Hier hätte doch niemand Arbeit, wenn es die nicht gäbe. Nee, gab schon Menschen lange vor den Minen. Ja. Aber wir wollen doch jetzt keine wirtschaftspolitische Diskussion daraus machen. Da draußen ist etwas und es ist schrecklich. Und ihr habt doch überhaupt keine Ahnung, was das für ein Leben ist für die Leute, die hier arbeiten. Wie viele sterben, wenn unten ein Wetterschlag ist? Wenn was einbricht, weil irgendjemand wieder gespart hat? Ich meine, sie haben hier... Ihr denkt, dass hier gibt den Ort Leben, aber eigentlich tötet es uns nur ganz langsam mit giftigem Wasser und mit dreckiger Luft. Also das ist doch sehr extrem. Und es bringt die Leute um. Also wenn die Leute hier die Mine nicht hätten haben wollen, dann hätte sie niemand ausgehoben. Und hat sie doch niemand gezwungen, in der Mine zu arbeiten, oder? Sie hätten doch alle weiter Bauern bleiben können, wenn sie das gewollt hätten. Wie dem auch sei, Mr. Fricks und Mr. Brock sind tot und das rechtfertigt nicht den Wunsch, dass hier das Wasser klarer ist. Und Constable, was auch immer passiert ist, da liegt ein Toter im Wald und es ist Ihre Aufgabe herauszufinden, was passiert ist. Und ich suche mir jetzt Hilfe und dann suchen wir nach der Leiche und kümmern uns darum. Nehmt genug Männer mit und diese Blumen. Blumen, ja. Und Sie stehen uns dann nicht im Weg, Miss. Keine Sorge, ich stehe nicht im Weg. Vielleicht müssen wir uns jetzt ein anderes finden. Ja, ich glaube. Wir holen unsere Sachen. In Ihrem Etablissement bleiben wir nicht lange. Sicher. Vielleicht treffen wir sie im Pub Whiffen. Dort werde ich, denke ich, nach Leuten suchen. Gut, dann begeben wir uns, holen unsere Sachen und nehmen ganz unauffällig welche. Ich nehme das Ding vom Fenster. Ja. Was macht denn die Wirtin so lange? Die folgt euch und beobachtet euch auch. Okay. So, bezahlen natürlich trotzdem die Übernachtung und auch die. Ich nehme auch meine Tasche mit. Die Blumen mit drauf. Ich schau mal mir die Proben an, unauffällig. Proben? Die du abgeschnitten hattest, sind verdorrt. Die, wo der Finger mit drin war, die füllen das ganze Glas inzwischen aus mit grünen Blättchen. Okay. Gut, ich nehme die mit. Und dann gehe ich noch beim Doktor vorbei und nehme den medizinischen Alkohol mit. Als ihr rausgeht, seht ihr, kommt und euch eine Gruppe von 5 Frauen entgegen, die gerade alle das Fremdenhaus von Frau Cowan streben. Also da, wo wir rauskommen. Und euch kalte Blicke zuwerfen, Was sind denn das für Hexen? Gehen die rein? Frau Cowan steht auch in der Tür und begrüßt sie direkt. Ich hätte gerne eine Axt. Ich würde auch beim Arzt nochmal nach Werkzeug gucken, aber wenn es die Möglichkeit bestünde, dass man sich in den Garten schleicht und vielleicht mal lauschen kann. Wir gehen erstmal um die Ecke. Ja, genau. Und dann schauen wir mal so zurück, ob die noch in der Tür sind. Die sind reingegangen. Lass uns mal anhören. Das scheint mir irgendwelche merkwürdigen Gassen zu sein. Ja. Vielleicht macht ihr das und ich gehe in den Pub und höre zu, was der Whitten da sagt. Nicht, dass die Männer alle unbewaffnet losmarschieren. Da muss man schon die richtigen Maßnahmen jetzt ergreifen. Also ich, wie ich das in meiner journalistischen Karriere schon das ein oder andere Mal gemacht habe, versuche mich unauffällig unter das Fenster des Raumes zu geben, der groß genug ist, dass die ganze Gesellschaft dort sitzen. Sind Sie gut darin, sich irgendwo anzuschleichen? Das versuche ich gerade aus. Also du gehst zum Pub. Ja, verborgen bleiben ist ganz wichtig. Genau, du möchtest dich an dem Haus von Frau Corin anschleichen und du auch. Ich frage ihn erstmal, sind Sie gut darin, sich irgendwo anzuschleichen? Nicht so gut, wie ich gerne wäre. Haben Sie spitze Ohren? Können Sie gut horchen? Das ist die zweite Spalte. Handwerk, Kunst. Das kann ich tatsächlich. Ich auch.
horchen. Gut, dann lassen Sie mich da hin. Dann stehe ich, schmiere. Also ich versuche mich erstmal leise und unauffällig dahin zu begeben. Ja. Verborgen bleiben, nehme ich an. Mhm. In der Medizinstudie. Drei. Das ist, damit bin ich sehr, sehr gut. Du weißt ja nicht, was die Studenten alle machen. Das ist wie wenn er sich nachts aus seinem Wohnheim schleicht. Ja, korrekt. Du schleichst dich also durch den Garten unter eins der Fenster. Ja. Und willst dann horchen. Genau. 57, das reicht noch. Das ist auch gar nicht so schwer. Du hörst ein Murmeln und dann, ich denke, das wird nötig sein, um da zu verhindern, dass sie das alles wieder normal in Betrieb nehmen. Das ist natürlich unangenehm, aber es könnte jetzt auch echt schlechtere treffen. Und am besten brechen wir direkt auf, bevor noch irgendjemand anders in den Wald geht. Du hörst ein gemeinsames Murmeln und Schritte und ein schleifendes Geräusch und dann geht die Hintertür auf. Du bist seitlich am Haus. Okay, das heißt, wenn ich da bleibe, dann... Dann wärst du nicht gesehen, ja. Ja, dann warte ich, bis sie weg sind und dann eile ich wieder zu ihnen. Du hörst, wie hinten irgendetwas offensichtlich auf einen Karren oder eine Schubkarre geladen wird und dann mit einem... aus dem Garten. Ich riskiere nicht, deinen Blick drauf zu werfen, sondern ich gehe dann zurück zu ihm. Sie haben irgendwas mitgenommen und sind auf dem Weg zum Wald und es scheint so, als wäre es ihnen wichtig, da irgendwas ungestört zu tun. Also sollten wir uns beeilen. Wenn ich an Hexerei glauben würde, würde ich sagen, sie haben eine zweite Ziege. Aber wir sollten uns irgendwas ranhalten. Wissen darüber und irgendwas, ja. Ich laufe zum... Hast du nicht gesehen, wie die weggegangen sind? Nein, er hat nicht geguckt, damit er nicht gesehen hat. Der Constable ist bei dem Pub und unterhält sich da mit mehreren von den Streikbrechern, die offensichtlich sich bereit erklärt haben, ihm jetzt zu helfen und mit Knüppeln bewaffnet und einer mit einer Axt, wie du erleichtert feststellst. Ich möchte nochmal irgendwie machen. Auf einen Stuhl steigen. Mhm. Und es gibt noch ein paar, die heile sind. Ja, genau. Und, auf drei Beinen kann man ja auch stehen. Ich war im Wald, ich habe dieses Monster gesehen. Männer, nehmen Fackeln mit. Welches Monster? Der Constable hat gesagt, jemand ist umgebracht worden oben im Wald. Genau. Von einem riesigen, monströsen Tier. Ein Tier. Ich glaube, es ist ein Tier. Sehe ich das richtig, dass die, je länger sie redet, je skeptischer wir sind? Ihr seid nicht da. Ach, ist noch nicht da, Entschuldigung. Es gibt Überreden und Überzeugen. Mhm. Ja. Fackeln. Fackeln brauchen sie. Ja, würfel mal auf Überzeugen. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Naja. 72. Ja, vielleicht nehmen wir doch lieber Schaufeln, falls wir direkt dann jemanden beerdigen müssen. Aber es setzt sich auf jeden Fall mit dem Constable eine Gruppe von 5 Männern in Bewegung. Kann mir vorstellen, nur 5? Ja, nur 5. Hysterisch und so. Ja, so ungefähr. Gut. Ich muss nochmal zum Hat Haus. Jemand noch eine Axt? Da kommen wir ja eh vorbei. Okay, ja. Du willst eine Axt schwingen? Ja. Der Wirt reicht dir das kleine Handbeil, mit dem er das Anzündholz macht. Ich laufe eilig zum Haus des Arztes, nehme den medizinischen Alkohol mit und ein Tuch und die Streichhölzer. Gut. Und ich gucke beim Arzt nochmal, ob er irgendeine vernünftige Holzspalt-Axt oder so. Der hat hinterm Haus Holz aufgeschichtet. Der heizt offensichtlich nicht nur mit Kohle und da ist auch eine Axt. Ich würde dem Wirt auch eine Flasche Fusel abkaufen. Auch kein Problem. Dann checken wir die Whiskyflasche auch noch rein. Haben wir 3 Molotow-Cocktails für Notfälle. Ja. Mhm. Johnson-Cocktails. Ich stopp da meinen. Ja, diesen Kommunisten wollen wir nichts zu tun haben. Mein gutes Leinentaschentuch rein. Mhm. Und so macht ihr euch auch Guy Fawkes-Cocktails. In den Wald. Ja, ich stelle nochmal sicher, dass ich mein Blumensträußchen habe. Ja. Er hat die Streichhölzer. Und sind die Männer schon unterwegs? Sind die schon unterwegs, ja. Dann auch mein Sträußchen haben? Schnell. Mhm. Ja. Ja, danke. Haben genug für jeden eins. Und dann sollten wir schnell auf den Weg machen. Ja. Und gucken, ob wir die noch einholen können. Wir treiben alle zur Eile an. Gut. Und ihr marschiert dann hochtig. Die Schneise entlang. Die Schneise entlang. Zum Altar. Ja. Oder sagen wir einfach Stein. Wie auch immer. Naja, wenn wir Spieler sagen Altar, wir Charaktere sagen wahrscheinlich Stein. Ja. Ich denke mal. Als ihr euch dem nähert, hört ihr auch Frauenstimmen, die gemeinsam etwas schief einen Chor anstimmen in einer Sprache, die euch gar nichts sagt. Seltsame Silben aneinander rein, die tauschen jetzt sehr verwirrte Blicke. Und das geht hier echt nicht mit Rechten. Irgendwas stimmt nicht mit diesen Frauen. Die spinnen noch, die Waliser. Ach, sind das Engländer? Das sind Engländer, die hier als Streikbrecher herangekarrt wurden. Ja, unglaublich. Ich habe gehört, meint eine, dass die hier teilweise Leute umbringen und essen. In den Tälern. Also die sind immer noch nicht zivilisiert. Das ist wie vor Jahrhunderten auch. Ich appelliere an ihre
Eigenschaft als Engländer, dass sie sich doch von ein paar walisischen Frauen hier nicht erschrecken lassen. Und versuche dabei meine Überzeugungsfähigkeiten zu benutzen. Wenig erfolgreich. Ja, wer sagt denn uns, dass das nur Frauen sind? Ich meine, wir hören nur die Frauen, aber... Ja, wir müssen jetzt weitergehen. Ja. Der Constable sagt, ja, und hat die Hand auf seinem Knüppel. Wenigstens ein paar Nägel in den Kopf. Ja, nähert euch, wollt ihr euch anschleichen oder wollt ihr einfach hinmarschieren? Naja, ihr habt nicht wirklich eine Wahl, die anderen marschieren hin. Aber ihr könnt euch entscheiden, mit denen zusammenzulaufen. Das war keine gute Überzeugungskunst. Ja. Also. Ich schleichen, das war eben Glückswurf, also. Mhm. Nee. Aber ich öffne unauffällig den Alkohol in meiner Tasche, tränke das Tuch halt damit und lasse es dann drinstecken und halte es quasi bereit in der Hand, in der Tasche. Die Lichtung ist baumfrei. Die Birke, die da zuletzt getobt hat, steht dort nicht, aber dort steht ein Kreis von 8 Frauen ringsum und verdecken irgendetwas in ihrer Mitte und singen wechselweise in einen schrägen Choral. Ja, gucken wir doch mal, was bei dem sich die Haare in der Nacke aufricht. Du verdrehst den Kopf und wirfst einen Blick hinein und du siehst 2 zappelnde Füße und dann einen Sonnenhut, der sich löst und Frau Gretchen Sharp, die dort am Boden liegt, geknebelt und gefesselt. Halt! Die, was macht ihr mit Mrs. Sharp? Die Frauen herum und eine von ihnen hat ein ziemlich langes und scharfes Messer in der Hand, was deine Frage relativ klar beantwortet, was sie vorhaben. Sag doch, es ist ein alter Haar. Die Männer stehen vollkommen überrascht da, was für eine Szene sie hier erwartet. Good Lord, bei unserem Herrn und Ihrer Majestät, hören Sie auf mit diesem schändlichen Treiben. Kann ich stürme einfach laut schreiend auf sie zu, hebe drohend meine Axt und versuche das... Die so zu erschrecken, dass ich jetzt mal kurz aufhören zu singen. Das geht nach Geschicklichkeitswert. Wer hat denn einen hohen? Ich hab 60. 60. Muss nicht gewürfelt werden, ihr sagt einfach nur, wie gewürfelt das. Alle 60. Dann seid ihr doch alle relativ schnell dran. Ihr seht, wie eure Gastgeberin, Frau Corin, ist die mit dem Messer, sich bückt und Frau Gretchen am ihrem grauen Haar packt, um ihren Hals zu strecken und freizulegen, während sie sie über den Stein zieht. Was wollt ihr machen mit eurer Aktion? Ich würde ja einen Stein an den Kopf schmeißen. Ich weiß nicht, wie nah wir dran sind. Ich habe eine große Axt, aber ich würde mit der stumpfen Seite allerdings zuschlagen. Aber das ist die Frage, wie nah sind wir herangekommen in der Zeit? Die Nichtung ist nicht so. Also, ihr könnt tatsächlich in dieser Runde bis zu den ersten Frauen, die jetzt teilweise auseinanderstieben, teilweise Äste, die sie in den Händen halten, heben, um sich zu verteidigen. Also, ich würde versuchen, unsere Herbergsdame. Wie ich es damals beim Rugby gemacht habe, mit einem richtigen klassischen Rugby-Tackle von ihrem Opfer wegzureißen. Na gut, das ist dann Nahkampf. Es gibt da tatsächlich einen Unterschied bewaffnet und unbewaffnet. Wie heißt das hier? Es gibt Nahkampf-Handgemenge. Es gibt Handgemenge, genau. Ja. Auf den musst du würfeln. Da bist du gar nicht. Gut. Da hat niemand von euch irgendetwas Besseres als den Grundwert, richtig? Ich habe mit Faustfeuerwaffen ganz gut. Tja. Hast du eine? Nein. Also ich habe Faust, ich habe Feuer. Ja! 6. Ach, jetzt wäre mein alter Rugby-Trainer stolz auf mich gewesen. Ja, in sauberer Form duckst du dich rechts und links zwischen den Frauen durch und wirfst dann tatsächlich eure Gastgeberin mit der Schulter in ihrer Magengrube zu Boden, die auch ein ersticktes Geräusch ausstößt. Ihre Hand mit dem Messer bewegt sich fahrig. Aber du solltest aufpassen, dass du dann nicht von ihr ein paar Stiche jetzt abkriegst, während du sie zu Boden drückst. Was möchten die anderen beiden machen? Ich würde dann zu Mrs. Sharp rennen und sie befreien. Die gibt erstickte Geräusche von sich, die aber Augen weit aufgerissen in Panik und zappelt in ihren improvisierten Fesseln und beißt auf ihrem Knebel herum, der aus ihrem eigenen Halstuch besteht. Ja, eine weitere Verbindung. Ich versuche die Männer anzutreiben, die da hinten geblieben sind, ihnen einfach so ein bisschen Selbstbewusstsein zu geben. Sag, Hurt, ich treibe diese Hühner auseinander, Feministin! So vergetten! Wahrscheinlich wollen sie auch noch wählen! Ich versuche sie zu überreden. Nein, das ist wahrscheinlich falsch. Keine Ahnung, ich schreie das halt einfach und schubse sie nach vorne und hoffe, der... Die setzen sich auf jeden Fall in Bewegung, wenn sie ein bisschen zögerlich sind, Frauen zu versuchen, den Schädel einzuschlagen, auch wenn sie kein Problem mit ihren Männern hatten. Aber es entsteht relativ schnell ein Handgemenge mit Fluchen und spitzen Schreien und auch überraschten Schmerzensschreien von den Männern, als ein paar von den Frauen kleine Messer ziehen, überraschenderweise. Gut, dass ich da nicht hingeraten bin. Ja. Ihr seid jetzt regelrecht auf den Stein gefallen, auf dem die... Frau Corin eigentlich ihr Opfer abstechen wollte offensichtlich und rollte ein bisschen hin und her. Und
Ich versuche, ihr das Messer zu entwinden, mhm, um vor allem zu verhindern, dass sie dieses Messer irgendwo... Das ist dann ja, nochmal Handgemenge. Versenkt. Ihr seid beide nicht unbedingt von Erfolg gekrönt und rollt ein bisschen über den Boden. Und bis du schmerzhaft irgendwie gegen eine Wurzel prallst und ein bisschen aufschreckst und als du hochschaust, einen Stamm entlang hochschaust. Und zu einem Mund, der sich dort öffnet und Augen, die blinzeln. Und über dir steht die Birke, die dich heute bereits schon einmal verfolgt hat. Noch steht sie einfach nur harmlos am Rand der Lichtung und senkt langsam ihre Zweige mit einem Knirschen und Knacken. Kann ich das Blumensträußchen in das offene Maul stopfen oder bin ich zu weit unten? Das kannst du versuchen, ja. Das möchte ich versuchen. Schicklich. Knapp vorbei. Du reißt es dir vom Hals und fängst an, das in ihre Richtung zu drücken, aber tatsächlich weicht dieser Baum jetzt erst zurück. Im ersten Moment wirkt es fast noch natürlich, wie er sich im Wind neigt und dann stürzt er regelrecht, bildet neue Wurzeln aus und dann schnellt das Ding mit der Wandel eines Sprösslings auf die Männer und die Frauen zu, die in der Mitte der Lichtung kämpfen und ein erster Ast bohrt sich mit einem feuchten, ekelhaften Geräusch in das Auge eines von den kämpfenden Männern dort. Der aufschreit, versucht seine Hände vors Gesicht schlägt und dort zappelnd hängt. Wenn ich den Baum sehe, was ja jetzt nicht zu übersehen ist, stelle ich den Johnson Cocktail auf den Boden, nehme Streichhölzer und zünde das Tuch an. Das möchte ich auch. Ich möchte dazu kommen. Ja. Mit meinem Cocktail. Das heißt, ihr steht da und macht erstmal bereit. Ja. Das fängt Feuer mit einem Wuff und einem. Ja. Und dann schreie ich zurück, weg. Heißer Alkohol tropft auf deine Hände. Ja. Die Leute schreien sowohl die Frauen als auch die Männer, weichen vor dieser Birke zurück, die dort sich jetzt langsam aufrichtet und den Mann, dessen Auge sie aufgespießt hat, auch langsam in die Höhe hebt. Ich versuche, ins Blattwerk zu schmeißen. Ja, wenn die meisten da weg sind, dann werfe ich auch meinen Johnson Cocktail. Ja, da wo die Blätter Guy Fawkes Cocktail. Was schnell brennt halt. Ja, gut. Ihr schmeißt. Ich versuche, aber da die Aufmerksamkeit davon gerade nicht auf mich gerichtet ist, versuche ich da so nah ranzukommen, dass ich Auch treffe. Also nicht irgendwie aus 20 Metern Werfen. Entfernung. Werfen? Ja, oh, dafür gibt es einen Wert. Kann ich da näher rangehen, um das irgendwie... Nein. Daneben. Ihr werft die Flaschen und sie zerplatzen auf der Lichtung. Schade. War eine gute sie Idee. Entstehen kleine Pfützen aus brennendem Alkohol und Feuerblumen, die mit spritzendem Glas auf... Die Birke weicht auch davor zurück mit einem kreischenden und knirschenden Geräusch von brechendem Holz, lässt teilweise Wurzeln zurück, von denen sie sich losreißt, die nicht schnell genug mitkommen, und steht dann über den Stein geneigt. Neben ihr die Frau versucht sich, dich von ihr runterzutreten. Würfel auch mal auf Handgemenge. Moment. Handgemenge war nicht gut. Also es sei denn, du hast einen Erfolg unter der Hälfte, wird sie dich von ihr runterstoßen, weil im Zweifel für den Angreifer gilt. Also ja, du spürst auf einmal einen Absatz unter deinem Brustbein und dann tritt sie sich von dir weg. Und dann steht sie mit der Birke, die sich über sie neigt, über diesem Stein, immer noch mit dem Messer in der Hand und betrachtet die ganze Szenerie. Fast ein wenig nachdenklich, so als würde sie abwägen, was sie jetzt als nächstes tun will. Habe ich mal... Du hast deine Flasche noch, dein Whisky. Die Flasche habe ich noch. Ja. Habe ich den Blumenstrauß verloren in dem Handgemenge? Den hast du mit der Kordel immer noch um deine Finger gewickelt. Ich ziehe meine Finger raus und werfe den in eines der Feuer, wenn die nah genug dran sind. Blumenstrauß kann man nicht gut werfen, aber ich schmeiße den da rein in der Hoffnung, dass dadurch der Duft sich noch mehr verbreitet und vielleicht eine Wirkung erzielt. Du wirfst dein Sträußchen da rein und es verbrennt, ja. Schade. Aber weiter passiert nichts. Ah, toll. Ja. Ich würde sagen, ich suche mir irgendein Gestrüpp, was ich anzünden kann, um dann damit auf die Birke loszugehen. Ich erinnere mich dran, dass ich, so innerer Monolog, dass ich ja gestern Abend diese Whiskyflasche vom Arzt mitgenommen habe. Und ich habe meine Sachen gepackt und ich habe sie dabei in dieser Tasche, wo auch die Proben drin sind. Das heißt, irgendwie krame also nach der Whiskyflasche, die da irgendwo drin sein muss. Würfel mal auf. Idee. Mana. Nein. Mist.
du hast auf einmal nur das Glas in der Hand mit den Birkensprossen da drin, die sich grün gegen, von innen gegen das leuchten. Du kannst jetzt nochmal auf Mana würfeln, ob du dabei noch eine Idee kommst. Das ist ein bisschen in deinem Blick. Ich nehme mal die Flasche und schmeiß sie ins Wasser. Auf einen Würfel auf Idee, das ist eine gute Idee. 100. Oder 0. Nee, ist. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was du würfeln kannst. Ja, du stoppst das Glas wieder zurück. Aber ich. Wenn ich nicht gewürfelt hätte, hätte ich vielleicht auch was Schlaues gemacht. Dann ja, was hättest du denn Schlaues gemacht? Anzünden. Hätte die, Ja, aber ich also, sehe die nicht. Ja, ja. Aber jetzt ja. Habe ich gewürfelt, jetzt bin ich. Dann muss ich auch dumm machen. Du siehst, wie er das Glas in der Hand hat und dann wieder in die Tasche steckt. Was soll ich denn damit machen? Verbrennen sie! Verbrennen die Birkensamen. Warum? Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist doch bei den Toten auch passiert, dann ist der Baum abgehauen. Die Leiche, die an dem Baum hängt, trocknet langsam aus und die Baum wird immer größer. Ich sage ein Wort, das ich normalerweise in der Gegenwart einer Lady nicht sagen würde, und sage, verbrennen die... Verbrennen die scheiß Birkensamen! Na gut. Ich glaube immer noch, dass das dumm ist. Ich kipp das Glas ins Feuer. Die Birke schreit. Ein ähnlicher Schrei, wie du gehört hast, als du die Leiche angezündet hast, die offensichtlich ja mit ihr infiziert war. Jetzt ist sie wütend. Ja, ihre Krone peitscht, Augen öffnen sich, richten ihren Blick auf dich, der sein Sträußchen losgeworden ist. Ich suche Blattwerk im umliegenden Gehölz, um Feuer aufzunehmen und... Du findest einen trockenen Ast, kannst den reinrammen und willst du damit nahe genug rangehen, um zu schlagen oder weiter Feuer auf die Birke werfen? Ich will mit dem brennenden Ast auf die Birke schlagen. Dann kannst du einfach mal Handgemenge versuchen. Ich versuche mich hochzurappeln und in die Nähe von irgendjemandem mit Blumen zu kommen. Einfach Geschicklichkeit. Nein, alle eure Bemühungen sind relativ umsonst. Du springst auf. Ich springe auf und falle. Nein, du springst nicht auf und fällst, sondern du wirst sanft gefangen von Zweigen, die sich um dich legen. Die sind erstmal nur ganz dünn, birkenreisig und Blätter, die duften sich um dich wickeln. Und dann fängt einer davon an, sich deinen Mundwinkel zu bohren. Und du hast auf einmal Wurzeln oder Zweige zwischen den Zähnen. Und etwas, das sich wie eine knöcherne Hand langsam um deinen Hals legt. Kann ich da hin und mit dem Beil schlagen? Ja. Das andere hat nicht geklappt. Du kommst näher und in dem Moment wickeln sich die Zweige auch von ihm runter, als du neben ihm stehst. Mit dem Beil? Ja. Ha, ich gehe mit dem Beil. Inzwischen ist die Birke als wirklich massiver Baum in der Mitte der Lichtung verwachsen. Die Leiche, die an ihr dranhängt, ist nur noch Haut und Knochen. Inzwischen sind alle anderen von der Szene geflohen. Außer, ja, das ist wahrscheinlich ganz schlau. Ja, außer eurer Gastgeberin, die immer noch das Messer in der Hand hat. Die gefesselte Frau. Shark, die sich am Boden windet, und der Constable, der am Rand der Lichtung steht, der sich offensichtlich verpflichtet fühlt, irgendetwas zu unternehmen. Ich habe ja auch noch meine Flasche Alkohol. Wenn ich in den Baum drin hänge gerade, kann ich die an den Baum zerschmettern? Ja, kannst du. Du zerschlägst eine Flasche Whisky an dem Zweig, der sich dann von dir... Ich habe in der Hand. Ja. Also. Ich zünde die ganze Zerstreichauspackung, die ich habe, an... Gehe an den Baum ran, versuche das dagegen noch, zu werfen. Einmal noch, ich würde sagen, jetzt hängt es wirklich vom Glück ab, ob du die Stelle triffst, wo der Alkohol ist, irgendetwas Mana. 7. Du schlägst mit dem Ast nach einem der ekelhaften Augen, das sich dort wieder geöffnet hat, um euch zu betrachten. Und mit einem Fauchen und Zischen entzündet sich der Alkohol, der in die Rinde hineingerannt ist, den sie teilweise offensichtlich in sich aufgesaugt hat. Und der Ast explodiert regelrecht von innen, als Saft anfängt zu kochen und um euch erregenden Teile von Birke herab. Ja, jetzt aber schnell weg. Der Baum schreit und windet sich, ist aber inzwischen zu sehr mit dem Boden verwurzelt. Ihr seht Frau Curran, die vorwärts robbt, denn um sie herum wild Wurzeln und Zweige auf den Boden einschlagen, als wäre es eine Trommel, und versucht, Frau Sharp zu fassen. Der Constable währenddessen hechtet vorwärts, fühlt sich offensichtlich verpflichtet, die Frau zu retten, zu versuchen. Ja. In diesen ganzen Sturm aus Zweigen und Ästen hinein. Würde ich auch gerne versuchen, damit zu helfen. Ich versuche, ihn da vom Baum wegzuziehen. Kann ich die Miss Curran irgendwie am Knöchel fassen und da wegziehen? Eure Gastgeberin oder die Frau Sharp, die da gefesselt am Boden? Frau Curran, die hoppt da hin. Ja. Mit dem Messer in der Hand. Da bin ich weit weg vom Messer und. Nein, du greifst ins Leere, kriegst nur ein bisschen Gras in die Finger. Sie richtet sich über der Frau Sharp auf, während auf der anderen Seite der Constable anfängt, an Frau Sharp zu ziehen. Ich würde es nochmal mit dem Beil auch notfalls versuchen. Du hast ihn in Sicherheit gezogen. Ihr steht jetzt außerhalb der peitschenden Zweige. Während sie regelrecht hinein. Ja, dann werden wir uns dem gleich auch zu. Achso, ich dachte, der hängt dann noch an.
Nee, hast dich losgelassen, als sie näher kam. Ach so. Ja, vor allen Dingen, als sie mit dem, ja, mit dem Säckchen an Kräutern näher kam. Also ich würde dann ist mal es jetzt, mit dem Ball nach der Frau schlagen. Nach Frau Corrin. Okay, nochmal. Nach der Wade so. Handgemenge, ja. 44, reicht immer noch nicht. Du triffst Wurzeln und der Baum kreischt ohnehin schon über dir. Du trennst ihn durch und ein inzwischen sehr bitter riechender Saft tritt aus und spritzt dir ins Gesicht. Besser als nichts. So, du rettest Frau Schaf und ich versuche, unsere Vermieterin abzuhalten. Das heißt, ich nehme das Glas, was ich noch habe, und knalle das auf den Kopf. Das ist mit dem... Wem? Mit dem Finger. Ich habe noch dieses Glas mit den trockenen Sachen und dann knall ich das. Ihr kommt so einfach kommt ihr durch diese ganzen Zweige nicht hindurch. Ihr seht vor euch den Constable, der jetzt auch aufschreit und versucht sich zu wehren gegen die Äste, während er an Frau Sharp zerrt, die am Boden liegt. Dann werfe ich das Glas nach ihr. Mhm. Werfen? Nö. Nein, das Glas geht daneben. Leider nichts mehr. Was ist die letzte Aktion, die du machen möchtest? Jetzt findest du die Whiskyflasche, die du eben gesucht hast. Oh, Whiskyflasche. Tief. Ich wollte an dem Constable sein, das bist du zweit, die Beschab. Das ist dann Kraft oder Geschicklichkeit? Das ist Geschicklichkeit, einfach um ihn zu fassen zu bekommen. 100. Deine Hand wird beiseite geschlagen von einem der peitschenden Äste. Der Constable kriegt Frau Sharp zu fassen, dreht sich um und stößt sie in deine Richtung, wo sie dann gleich wieder in die Knie geht, weil ihre Beine noch gefesselt sind. Dann gibt es ein Knirschen und aus seinem Mund entfaltet sich ein Zweig mit Birkenblättern, die sich dort ausfüllen. Aber dann bricht der Baum regelrecht über der Frau Corrin zusammen, die mit dem Messer immer noch versucht, vorwärts zu krabbeln und die Hände in den Boden gerammt hat und jetzt schreit und gestikuliert in Richtung von der Sharp, die jetzt in deinen Armen hängt. Und dann ziehen sich alle diese Äste und Zweige zu einer dichten Kugel zusammen und erstarren dann langsam. Brennen die immer noch? Teilweise brennen die immer noch. Nein, die Sharp hat er. Ach so. Und ich? Du bist auch raus. Ach. Der Constable und Frau Corrin waren noch drin. Okay, dann bin ich jetzt erstmal schockiert. Ihr müsst also sowieso, das ist jetzt eine von den Stabilitätspunkten-Sachen, wo wir es nicht würfeln können, aber wir können mit W6 würfeln, wie viele Stabilitätspunkte ihr verliert. Ich nehme W10, weil ich kein W6 habe. Es gibt dir genügend W6. Naja, eine 5 ist innerhalb des Rahmens. Eins. Okay. Es ist eine langsam vor sich hin schmorende Trauerbirke, inmitten dieser Lichtung steht da, die teilweise Auswüchse hat. Als wäre, manchmal haben Bäume halt so Formen, die ein bisschen an erinnern, Nasengesicht, da ist eine Hand, Moment, dieser Zweig hat sich um ein Messer gewickelt, weil es wäre es eine Hand, die das umklammert hat. Aber es scheint erst mal liegen zu kommen. Ich bin dafür, diesen Altar zu zerstören. Mhm. Der ist das bewegt sich nicht mehr, es hängt eine eingetrocknete Leiche an einem Ast und der relativ frisch tote Constable an einem anderen. Der arme Bulle. Befindet sich das Ganze über dem Stein oder ist er halb über dem Stein? Ihr könnt den erreichen. Dann knackend brennt Holz darüber, Funken stieben hoch. Rings um euch geht ein Regen aus Asche, Holzteilchen und Birkensamen nieder. Ist dieser Baum um diesen Stein geschlungen oder ist er woanders? Der Baum hat den Stein so halb mit seinen Wurzeln jetzt umfasst, aber nicht gänzlich. Kann man den zertrümmern oder so? Also ich würde versuchen mit der Axt, die da irgendwo noch liegen muss. Zeichen da rauszuschlagen. Bitte? Um diese Zeichen da wegzuschlagen. Ja, also wenigstens eine Kerbe reinzuschlagen, eine Ecke abzuschlagen, irgendwas. Also das versuche ich. Gut, dann einfach auf Stärke. Es geht jetzt nur um bloße Kraft. Genau. Ja, die Axt springt davon ab, es splittert ein bisschen was vom Fels ab. Ich versuch's auch mal. Ja, lass mal. Ich kenne mich damit aus. Na recht, ich hab ja noch das Handbeil. Mhm. Ja, damit geht's ja gezielter. 12. Ja, sie sagt, Moment. Holt mit dem kleinen Beil aus und du schiebst es auf deine Vorarbeit. Aber es splittert ein großer Teil von dem Stein mit einem knackenden und klirrenden Geräusch. Man muss die richtige Stelle entscheiden. Der Baum, das brennende Holz, ächzt noch einmal Funkenstäben hoch.
Stille liegt über dem Wald. Ich befreie mal die Frau. Mhm. Ja, die durchbricht jetzt die Stille mit einem schrillen Schrei. Ich gebe ihr die Whiskyflasche. Sie nimmt sie, setzt sie an und setzt sie erstmal eine Weile nicht an. Ja, sollen wir dann gucken, ob ein Zug fährt wieder? Ja, ich glaube schon. Guck mir nochmal den Stein, dann kann man noch irgendwelche von den Zeichen erkennen an einem abgesplitterten. Da sind ein paar Reste noch, die so etwas wie eine eingravierte Form eines stilisierten Baumes. Hm. Und auf dem abgesplitterten Teil sind so Reste von einem Symbol, das aussieht wie ein Ziegenschädel. Ich habe das Gefühl, das ist keine Geschichte für die Zeitung, sondern eher für einen Schauerroman. Ja, meine Leser würden mir das sowieso nicht glauben, aber ich borge mir von ihm ein Bleistift und ein Blatt Papier. Er hatte ja die Notizen von dem Arzt noch zum Feuermachen mitgenommen und pause mal die Symbole durch. Weil das ist das schlau. Die will ich einem Freund in der Bibliothek schicken, der sich für solche Sachen interessiert, ob er so etwas schon mal begegnet ist. Also bewahre die aber in großem Abstand voneinander auf. Also ich will mit diesem ganzen Zeug nichts mehr zu tun haben. Verschwinden wir von hier? Mhm. Ja, können wir den armen Constable nicht hier lassen. Wir können ja versuchen, die Arbeiter davon zu überzeugen, die Leiche zu bergen, aber ich weiß die nicht, wie die Leiche weggerannt. Ja, genau. Sind. Ich würde es nicht tun. Ich würde die einfach verschwinden. Ja. Man kann ja einen Brief an die Pfarrei verfassen. Ich würde sagen, jetzt käme halt sozusagen was macht ihr jetzt, wem lasst ihr die Informationen zukommen, worum kümmert ihr euch? Was ich gerne mache bei so One-Shots ist hinterher aufrollen, was hätte anders laufen können und was ist wo passiert. Ihr hättet halt natürlich sofort merken können, dass die Frau Sharp da mit in den Wald zerren, wenn du geschaut hättest, was sie da tun und in der Schubkarre transportieren. Ihr hättet auch vorher schon irgendetwas gegen den lebenden Baum und dergleichen tun sollen. Ich meine, wenn ihr euch ein bisschen mit dem Also Shub-Niggurath ist einer der bekanntesten großen alten äußerer Gott, die schwarze Ziege der Wälder, die weltweit laut dem Mythos als verschiedene Fruchtbarkeitsgottheiten angebetet worden ist. Und durch das Opfer der schwarzen Ziege haben die Damen dort im Wald mit ihrer Überlieferung einen niederen Diener von Shub-Niggurath gerufen. Es gibt so Geschichten, in denen dann halt eben eine Dame der Wälder einfach auftritt, also ein weiblicher, lebendig gewordener Baum, der dann schlimme Dinge macht. Und wenn sie tatsächlich ein Menschenopfer dargebracht hätten, wäre möglicherweise ein dunkles Junges erschienen und hätte den ganzen Ort verwüstet. Das hat ihr geschafft zu verhindern. Ah. Er hätte durchaus auch den Constable retten können. Also das war jetzt relativ offen. Es hätte auch damit enden können, dass halt ein dunkles Junges sich aus dem Boden frei wühlt, euch umbringt und dann wäre das Abenteuer auch vorbei gewesen. Das kann bei Cthulhu passieren. Ja. Und es ist keiner wahnsinnig geworden. Wir haben ziemlich wenig Stabilitätspunkte verloren. Ja. Ja. 60 muss man erst. Das wäre ja jetzt nur der Anfang. Unsere Guy Fawkes Cocktails hat noch einfach sofort treffen können. Ja, das ging. Ihr habt echt eine Menge Mist gewürfelt. Eine Menge Hunderte. Heute. Zweimal 100, einmal 1. Ich habe auch immer über 70 gehabt. Ja. Bis auf einmal mit der. Die 007 waren aber echt klasse. Also das. Naja, aber das ist. Würfeln ist eben wichtiges Rollenspielelement, damit nicht immer alles so passiert, wie man sich das vorstellt. Wie wir alle denken werden, wenn der nächste James Bond wirklich weiblich ist und wir den ersten Film im Kino sehen. Was, der wird weiblich? Es gibt immer Gerüchte, dass es vielleicht auch irgendwann mal einen weiblichen, oder zumindest mal nicht einen weißen Mann als James Bond. Das kann man aber ja natürlich nicht James Bond sein. Jane Bond? Jamie. Das ist doch... Anderes Thema. Meiner Ansicht nach ist James Bond ohnehin ein Time Lord und wir wissen ja jetzt, dass wir das Geschlecht wechseln können. Das erklärt sehr, sehr viel der Theorie. Ja, also. Das war... Der Wald von Wales. Ich hatte bisher keinen Namen für dieses Abenteuer. Ich habe es jetzt sehr spontan einfach mal schlecht benannt. Vielleicht fällt uns noch was Schlaueres ein. Was steht da? Der Wald ohne Wiederkehr? Der Wald mit Wiederkehr in diesem Fall. In der fantastischen Bibliothek. In Wetzlar. Ja, vor sehr vielen passenden Büchern. Und vielleicht, wenn wir hier weiterspielen, vielleicht auch in derselben Zusammenstellung. Ihr wollt jetzt jemanden in einer Bibliothek aufsuchen und ihm Symbole eines Shub-Niggurath-Kults zeigen. Gucken, was sich weiter ergibt. Vielleicht lässt sich daraus noch was Spannendes spinnen. Etwas Spinnendes spannen. Das sollte Spinnendes spannen, spannendes Spinnen. Vielen Dank auf jeden Fall. Einmal an Anselm und diese, die dafür hergekommen sind. Gerne. Cool, dass ihr vorbeigekommen seid. Vielen Dank an Ralf, der die Gelegenheit einfach mal genutzt hat, um wieder Rollenspiel spielen zu können und sich hier vielen Dank. Klaglos und freundlich in die Gruppe eingefügt hat. Ja, und danke fürs Meistern. Ja, und vielen Dank fürs Zuschauen. Und natürlich danke an die fantastische Bibliothek in Wetzlar, die uns diesen Raum zur Verfügung gestellt hat. Ja. Das war's für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und zündet keine Wälder an.